So, we murder all the trash in here. What then? First of all, we need to get some of that blue dynamite. Yes, that might mean we need to clear out these marauders here. Then we take the explosives to the block past, and boom! We got a way out. Let's move. One and only. Looks like they know okay. We're here. Moin, Government. So, du hast noch 5 HP. Das heißt, wenn ich dahin gehe, habe ich 100% Chance. Und kann jetzt erstmal den Trickschuss nutzen. Waffenschaden Boss 1. Nice. Das sagen wir, suchen uns erstmal hier Deckung. Und sehen mal, was Phase ist. Und ich frage mich auch, wie oft der zusammenkommt. So, du darfst erstmal Bohnen essen. Dahin laufen. Ich will, dass wir hier oben bleiben, weil dieser Höhenbonus, der war schon krass. Osman Bill kommt tatsächlich sogar bis dahin. Laughing Deer. Nochmal dahin. I will. Und dann sehen wir mal, was die anderen so treiben. Ja, da kommt einer. Aua. Ready, like always. Okay. Wilder Ansturm. Ein Punkt für alle 2 Durchfälle unter der löst keinen Konter aus. Der würde ihm runter auf Ding setzen. Ihn könnten wir halt gleich killen. Dann stehen wir aber halt mittendrin. Wir schauen erstmal. Mach mal nicht. Nein! Er macht das. Ich muss lernen, wie man das abschaltet. Aber ist okay. Dann gehst du jetzt hier hin. Da. Und das andere ist, dass mit der 18er Reichweite. Aber guck mal. Aber jetzt mal blöd. So schießen gibt auf jeden Fall einen Bravado. Ganz kurz nachschauen. Ja, nee, passt. Warte mal, Schaden 6. Schaden 8. Aber kostet vollen Zug. Easy, Mann. Wo kriege ich jetzt noch einen? Nee, leider nicht. Schade. Der macht halt jetzt 9 Schaden. Eyes on the prize. Was? Verfehlt? Ich dachte, ich hätte 100% gehabt.
Das Problem ist, dass du dann 15. Nee, dann musst du wieder tanken, das ist blöd. Achso, und jetzt kannst du nicht mehr schießen, weil das. Nee, jetzt kostet nur 2. Ach, die Schrotflinte. Weniger Reichweite. Gehst du dahin und schießt einfach mal auf ihn. Um 50-50 Chance. Leider nicht geklappt. So, mal dahin schießen, dann kriegen wir die 100% zusammen. This one. Wäre halt cool gewesen, wenn der hier getroffen hätte. Aua. Stick him, boys. This one's mine. Okay, dass wir überhaupt. Oh fuck, ey. Viel zu viel Schaden nehmen. Er hat gerade seinen eigenen Mate erschossen. Was für ein Arsch. Erstmal Bohnen. Gehst hier hin. I will. Du siehst den Kopf rein. Are you mad? So rum. So, über Glück killen wir jetzt den. Showtime. Er hat halt volle Deckung. So hat er halt wegen der Reichweite noch weniger Ding. Auf jeden Fall muss ich halt in Deckung gehen. Und dann gehe ich hier hin. Esse. Und halt mal den Kopf. So, und du? Wenn wir 25 Ding ausgeben. Ja, okay, so oder so. Über Kante oder. No, no way. Direkt, jetzt brauchst du 25. I got this one. Und dann darfst du auch auf den Kopf reinziehen. So. Aber nicht getroffen. Got him now. Bastards. Auch verfehlt, sehr gut. Also, so kriegt er auf jeden Fall ein Ding. Wenn ich hier hingehe, kriege ich den auch. Bin aber in einer besseren Situation, auf den gleich zu schießen. Start. Weil ich jetzt nämlich nochmal bis hierhin laufen könnte. Da haben wir eh volle Deckung. So wären es 75. Und so sind es auch. Getroffen. Und dann darfst du den zu Tode prügeln. Und jetzt hat die Frage, also vorhin kamen halt sau viele von hier oben.
Ob wir den jetzt nicht erstmal einen Zug gönnen, den Kopf einzuziehen. Ja? Die erstmal kommen lassen. Looking for trouble? Okay. Kommen keine Feinde, können uns also bewegen. Leave it to me. What's the rush? Ah ja, da ist ein Gegner aufgetaucht. You keep pulling that trigger, you're gonna break it off. Jetzt kannst du laufen. Ich bin gar nicht so. Ich hatte gerade überlegt, ob ich meine Dame dahin teleportiere. Von hier aus hat es halt nichts in Reichweite. Ja doch, da ist ein 100%iger. Aber er steht dann halt super offen. Hier ist der 100%, aber nur mit Glück. Okay, komm. Wir laufen bis hierhin. Dann machen wir den Old Man erstmal. Der macht ja jetzt 6 Schaden drauf. Kriegt der hier oben was auf die Reihe? Nein. Okay, komm, wir nehmen mit 100% 6 Schaden. Nehmen wir gerne. Und dann darfst du... den Kopf einziehen. Ob ich jetzt 25% mehr kriege von dort oder nicht, ist erstmal gleich. So, der hat jetzt noch 9 HP. So, Flynn wäre halt Schattentausch da hoch. Heißt halt, wir haben gleich einen Backdoorer. Aber wir hätten Schaden auf ihn. Nee, das ist Schrott, das bringt nichts. Das wäre halt cool, jetzt den nochmal mit 50% zu treffen. Komm, nein, leider nicht. So, Laughing Deer. Wäre halt hier 9 Schaden. Wäre bei ihm 8 Schaden und bei ihm halt gerade mal 4. Dann steht er aber halt so mittendrin da. Da geht dann halt dabei raus, das bringt ja nichts. So, bleibst du mal hier und ziehst den Kopf ein. Aua, ein HP noch. Go on without me. They'll be fine once we end this fight. Stick him, boys. Bastards. Let's do this. Außer Sichtweite.
Ich muss jetzt erstmal die hier killen. I'll try. I'm gonna. So. Dann kannst du ihn hier killen. Kann nicht killen, aber anschießen. Kannst in Deckung gehen. Let's get this over with. So. Du. Das hätte ich besser planen können. Das hat 75 kostet, okay. Jetzt kannst du ihn hier halt zu Tode schlagen. Dann kannst du hier anstürmen. Und dann kannst du ihn noch zweimal schlagen. Ha! Das war sogar critical. Mein Bein ist voller heißem Kaffee. Oh nein! Joker, warum denn das? Wie ist das denn passiert? Impossible. Dann läufst du jetzt bitte erstmal nur dahin. Und dann sehen wir erstmal, was hier los ist. Und dann läufst du dahin. Und dann sehen wir, dass da wieder zwei Gegner sind. Und dann läufst du wieder zurück. So, du. Hast du noch einen Punkt? Gehst du dahin? Also diese 15er Biber-Dudes sind halt echt übel. Der geht hoch. Okay. Meine Dame. Looking for trouble? Kann doch hier hochlaufen. Der hat halt wenig Deckung da. Und das kostet 2 Aktionspunkte. Also sure. Lauf mal nur bis hier. Und guck dich. Take your time. So, the old man. Yeah. Yeah. Dann hat er noch Deckung, ist aber fast dran. Also fast da. Er zieht sich noch ein bisschen weiter zurück, weil er nämlich dann gleich nächste Runde wieder irgendwas anchargen wird. Also geht er so weit weg wie nur möglich, damit er maximalen Schaden raushauen kann. Kriegen wir 2-3 Bravados hin. Also der erste ist... Außer Reichweite. Was? Was hast du für eine Reichweite? Okay, das hat nicht geklappt. Yeah. Du... Ist da. Got him. This girl is on fire. This girl is on fire. So, haben wir noch anderen Fünfer? Nee, nur da noch eine 15. I got this one. Oh. Ja, mit der Steuerung komme ich zum Teil noch nicht so richtig klar. Dann gehst du einfach wieder runter. I'm still here. What if Glück? Nee. Yeah, I'll get him. Who's next?
Ah, und er kommt jetzt nicht mehr hier hoch. Ja, außerhalb für drei Bewegungen. Und du hältst dann den Kopf frei. Gurkentroll, moin moin! Da gehört er aber normalerweise nicht hin. Ja, ist richtig. Okay, also hier sind halt noch irgendwie zwei. Hier ist dieser eine große. Da kriegen wir aber so keinen Winkel drauf. Warte mal. Dann müssen wir jetzt so ein bisschen stürmen. Du kannst ja bis dahin gehen. Und dann dort. Ihn angreifen gegen halbe Deckung. So kriegen wir halt 100%. Leider nur 50%. Dann machen wir erstmal den da. Let's get this over with. Und dann versuchst du dasselbe auch. Das kostet aber alles zwei. Du gehst bis hier hin. Und machst dann deinen Trickshot. So. Unlocking Deer. Läuft bis dahin. Wie ist das? Bis jetzt witzig. Bis jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Also der Arzt hier funktioniert halt unheimlich gut. Die Story ist angenehm, okkult. Also mir gefällt's. Sehr schön. Du kommst mal hier hoch. Jetzt kannst du doch garantiert nicht mehr schießen, oder? Was? Du springst aus dem Fenster? Verfehlt ist gut. Du kannst doch jetzt hier chargen, oder? Na, endlich. Ja, und also das Hauptding ist halt, wenn du den Gegner killst, kriegst du wieder volle Aktionspunkte. Und dadurch kriegst du halt so ein Killing-Spree-Dauer-Ding hin. Und das schon ultra nice. So, falsch, ich wollte nach oben. War so gut aus für den Italiener und Westen, hat immer was Feines, ja. So, Linsen. Jetzt mal ganz kurz schauen. Und auch diese Deckungssystem. Es ist super gut erklärt. Normalerweise habe ich immer das Problem, dass ich nicht kapiere, wie die sind. Aber jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe, sehe ich halt, oh, sind 100%. Wenn ich hier stehen bleibe, sind 25%. Das heißt, ich weiß halt, ich muss hier aus dem Fenster springen. Und kann dann eben mit zwei Aktionspunkten noch den Trickshot machen, der ihn killt, weil ich treffe ja mit 100%iger Chance, krieg damit das Bravado. Und meine Dame hat Schattenrausch. Nee, falsch. Hat ihn hier. Pro Abschuss, pro Kill kriegt sie ein HP wieder. Was super wichtig ist, weil die war sehr, sehr low. Und die HP sind rundenübergreifend. Also ich bin jetzt nicht so nach dem Motto, ja, da musst du halt draußen einfach mal eine Rast einlegen und dann ist gut. Sondern das ist low is low. Und wir haben in dieser Runde jetzt einen Dude verloren. Der wird, wenn wir diese Mission schaffen, mit einem HP wieder belebt. Und dann können wir halt Ressourcen ausgeben, um uns zu heilen. Oder müssen halt mal schauen, was so Phase ist. Ob wir den irgendwo geheilt kriegen. Und dann gibt es sehr, sehr coole Mechaniken, auch außerhalb der Runde, um zu schauen, was denn so da ist. Und da ist ein Gewehrschütze. Dem können wir sogar kuscheln, aber dann kann ich nicht mal angreifen. Wir warten erst noch eine Runde hier. Geh mal den Kopf rein. Da ist nicht die Flintenschütze, in die wir reingelaufen wären. Und da ist sogar noch ein 24er. Also noch ein besserer. Eieiei. Okay. So. Aber jetzt mit Tonus ist besser. Sehr schön.
Wir haben eine 15%ige Chance für 8 Schaden. Wenn wir zweimal diese 15%ige Chance kriegen würden, dann wäre das total cool. Haben wir aber nicht. Lass mal die Waffe wechseln. Nee, von hier treffen wir nichts. Dann treffen wir gerade mal 25% Chance. Aber da ist auch eine saugeile, coole Mechanik drin. Wir haben gerade kein Glück. Das heißt, wir können jetzt nicht diese 25%ige Chance irgendwie steigern. Aber ich schieße jetzt einfach mal drauf. Entweder haben wir Glück und wir treffen mit 25% oder wir haben Pech mit 75% Chance. Aber dann kriegen wir Glück als Währung für die nächste Runde. Das heißt, wir schießen jetzt einfach mal. Haben verfehlt, haben ein bisschen Glück bekommen, 25. Und dann gehen wir hier in volle Deckung, damit der uns nicht direkt anschießen kann. So, Lin. Kriegt hier eine 50er. Hier kriegt er halt keine Deckung in die Richtung. Da will ich ihn nicht stehen haben. Easy. Halt den Kopf mal ein. Weil das, ich will hier gerade nicht rausgehen. Das sind mir alles zu viele. So. Okay. Und gibt es hier irgendwo Deckung? Komm, wir gehen mit dem ein bisschen zurück. I'm gonna make some new holes in you. What? Good day to die. Fuck. But a better day to keep killing. Shit. Alright. Schmeißt ja einfach Dynamit raus oder eine Granate oder sowas. Belastend. Jetzt haben wir nämlich nur noch einen Dude. Wollen es aber wissen, ja. Ich glaube, die Runde werde ich verlieren. Da haben wir 100% Deckung. Und können auf ihn mit 100% schießen. Ich habe halt die Hoffnung, dass sie kommen. Aber der bewegt sich halt gar nicht. So, das ist gut oben. Oh, sogar getroffen. Hauptmann ziehen braucht man zwar gerade nicht, aber besser als den Aktionspunkt nicht auszugeben. So, ich spare mal das Glück auf. Ja, Kopf einziehen. Okay, ich sag's mal so. Wenn die sich beschießen lassen wollen und ich nicht näher komme und ich was habe, worauf ich schießen kann, dann sammeln wir einfach ein bisschen Glück. Yeah. So, und jetzt haben wir 20 Glück. Ich meine, rein theoretisch könnten wir hier auf 50% hochgehen. Dann müssen wir halt jetzt eine Runde warten. Wir gehen hier hin.
Ich hoffe einfach, dass er nicht noch einen Sprengstoff hat. He's mine. Ja doch, er hat noch einen Sprengstoff. Aua. 12 Schaden. Ich glaube, die Runde müssen wir gleich nochmal neu starten. Aber Deckung ist halt so dermaßen wichtig und es ist so wichtig, nicht zu traden, sondern wirklich nur zu executen. Hey, all you need to do is ask. You're in for a ride. So, schalt nochmal das Glück ein. Schon mit dem die Position. Und in den Kopf rein. Wir hätten uns auch ein bisschen bewegen können. Need a new spot. I'm waiting for us to sip Bacardi again at the saloon from a glass. Okay, ich brauche eine Bewegung. Sehr gut, wenn ich bis dahin gehe, ich bin auf 100. Wir haben 3 Hitpoints. Und wir haben wieder 4 Hitpoints. So, ich muss mal schauen. Eine Ebene hoch. Da ist eine. Da haben wir eine Bewegung. Und es reicht aus, um den zu holen. Und der scheint sich bis jetzt halt nicht bewegen zu können. Aber ich krieg hier keine Position, wo ich auf den schießen kann. Ich würde halt erwarten, dass ich hier aus dem Fenster schießen kann. Ah, ich habe die Ding nicht ausgewählt gehabt. Ah, jetzt läuft er weg. Looking for trouble? Das Problem ist halt, ich muss aus der Deckung schießen. Wir haben hier kein Glück. Komm, wir schießen einfach so. Und sagen, Kopf reinziehen. Let's do this. Jetzt treffe ich mit 50%, der hat immer noch volle Deckung. Leider verfehlt. Ein klein wenig Glücksspiel gerade. Wer als erstes trifft sozusagen. Und ich muss halt mehrfach treffen und er muss vermutlich nur einmal treffen. Nee, er muss auch 4 Schaden. Wäre halt sinnvoller, glaube ich, das Glück zu sparen. Looking for trouble? Um auf 100% zu kommen. Um einen wirklichen Treffer zu kriegen, als zweimal auf 50% zu warten. Ich frage mich, mit welcher Prozentzahl er halt auf uns schießt. Jetzt kriegen wir nicht einen garantierten Treffer. Aua. Aber jetzt kriegen wir nochmal einen garantierten Treffer. Okay, wir haben die Mission geschafft, aber wie? Wir haben alle nur ein HP.
was wild. Aber ich habe das Bonusziel nicht bekommen können. Once we get out, what then? Go after the ghost train. Fucking mammon! He suckered us in and then cheated us cold. Und das ist der Zug, den wir jagen. Track him down. We'll get back everything he took from us and then we'll eine glatte Eins für alle. Oh ja. Das war ja dermaßen glatt. Dermaßen knapp, alter Falter. Is that you? This is some kind of a trick. Kestrel cult is dead. That'd be awfully convenient for you, wouldn't it? We're done with the easy way now. Geiles Intro. Das war sozusagen alles nur das Tutorial. Ja, Nebenziele natürlich nicht hinbekommen.